Heute ist Sonntag und ich bin der Callcenter-Crasher. Das heißt für euch, ich habe euch ein längeres Sonntagsvideo geschnitten. Der erste Betrüger sprach sehr gutes Deutsch, was ihn automatisch etwas gefährlicher macht für unwissende Opfer. Dieses Callcenter arbeitet auch unter den Plattformen Maneris oder Polonix AI. Viel Spaß also mit diesen Telefonaten, die wie immer nach dem Intro beginnen. Guten Morgen. Hallo Herr Meier, ich grüße Sie, der Herr Schiller hier vom Unternehmen Xaya. Guten Tag. Guten Tag. Herr Meier, ich rufe Sie an, weil Sie sich bei uns für das Online-Trading, den Online-Finanzhandel, angemeldet haben und würde diese Registrierung mit Ihnen gern vollenden, sodass Sie dann letztendlich auch in das Trading starten können. Das dauert für gewöhnlich nicht länger als 10 Minuten. Das kommt ein bisschen darauf an, wie viele Fragen Sie auch haben. Ja, ich habe schon ein paar Fragen. Na, dann schießen Sie doch mal los. Ja, wie funktioniert denn das bei Ihrer Firma? Wie das Ganze funktioniert, Sie haben ja hier in der Anmeldung, wenn ich das richtig sehe, den Wunsch geäußert, beziehungsweise war das mit der Handel mit der künstlichen Intelligenz. Das bedeutet, das war ja gar nicht extra anzuklicken irgendwie. Eine Sekunde mal bitte. Hallo? Bord wieder da, eine Sekunde bitte. So, Herr Meier, da bin ich wieder. Ich musste das einmal kurz abgleichen, sagen Sie. Ihre E-Mail-Adresse meier123@mailbox.org, das ist richtig, ja, das ist Ihr E-Mail-Datensatz, stimmt das? Richtig, ja. Das ist wunderbar. Ja, also Herr Meier, nochmal zurück zum Thema. Sie können bei uns, wenn Sie das wünschen, unterstützt mit einer künstlichen Intelligenz handeln. Auf der anderen Seite haben Sie aber natürlich einen persönlichen Kundenberater an Ihrer Seite, der Sie durch das Handelskonto führt, Ihnen das erklärt, wie das Ganze läuft, wie Sie dort im Handelskonto selbst agieren, bedeutet, welche verschiedenen Schaltflächen es gibt, welche Funktionen, welche Investitionsmöglichkeiten, wie Sie Ein- und Auszahlungen tätigen und so weiter. Dieses Gespräch werden Sie auch heute, wenn Sie das möchten, direkt im Anschluss an unser Gespräch haben. Und genau, das sind erstmal so die Rahmenbedingungen. Welche Fragen stellen sich Ihnen denn noch? Ja, Sie sagten irgendwie, ich hätte die Wahl gehabt, künstliche Intelligenz. Da war nichts zum Auswählen. Die Wahl haben Sie aber jetzt. Ach so. Das bedeutet, Sie können das bei uns frei entscheiden, ob Sie diese künstliche Intelligenz nutzen möchten oder nicht. Ja, das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, welche Erfahrungen Sie selbst schon am Finanzmarkt gesammelt haben. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Sind Sie dort schon erfahren oder sind Sie da eher ein Neuling? Ich bin eher Neuling. Sie sind eher Neuling, ja. Okay, ja, dann ist, denke ich, der Handel mit der KI gar nicht schlecht, ja, weil das Welche Möglichkeiten gibt es denn da noch? Ja, dass Sie auf die KI verzichten und das Ganze manuell machen. Ja, das bedeutet dann Sie selbst, beziehungsweise mit Hilfe des Kundenmanagers, der Ihnen dann Analysen zur Verfügung stellt und auch andere Quellen zeigen wird, die für Sie frei zugänglich sind, wo Sie sich Informationen zum Finanzmarkt beschaffen können. Und dann den Handel manuell durchführen, ohne diese künstliche Intelligenz. Ah ja, okay, gut. Aber dann müsste ich dann selber handeln. Nein, wir dürfen für Sie keine Entscheidung treffen. Ja, das wäre gesetzlich uns untersagt, ist verboten. Und deswegen müssten Sie dann diesen Handel jeweils die Position selbst anstoßen und auch selbst schließen. Bei der künstlichen Intelligenz ist das eben so, dass Sie sich dort auch auf Analysen basierend eine Handelsmöglichkeit, Investitionsmöglichkeit aussuchen und diese KI dann für Sie den Handel übernimmt. Aber auch da bleibt es dabei, wir dürfen nicht für Sie einfach entscheiden, was Sie handeln oder wie Sie handeln, irgendwelche Sachen öffnen, denn das Geld, was Sie hier einbringen, es geht ja mit einer Mindesteinzahlung von 250 Euro los. Ja, da würden wir auch empfehlen, dabei zu bleiben. Bei den 250 Euro, gerade wenn Sie neu sind in dem Thema, dass Sie sich das erstmal anschauen und schauen, ob das was für Sie ist auf Dauer.
Und ja, und da ist es eben so, dass das ihr Geld ist. Sie transferieren dieses Geld auf ihr Handelskonto bei uns, aber trotzdem treffen sie natürlich auch die Entscheidungen, was mit ihrem Geld passiert. Ja, fundiert durch unsere Hilfen, durch Analysen und Informationen, aber trotzdem sind wir nicht berechtigt, irgendwelche Entscheidungen für sie zu treffen. Okay, und wie sind die Verdienstmöglichkeiten auf den verschiedenen Wegen? Die Verdienstmöglichkeiten sind ziemlich schwer zu beziffern. Ich kann Ihnen jetzt natürlich nichts versprechen, ja, das wäre Aber ein unseriös. prozentualer Durchsatz, Durchschnittsgewinn, den können Sie sich ja nennen, ne? Ja, also ja, es ist durchaus realistisch, einen Durchschnittsgewinn von zwischen 10 und 20% mit dieser Handelsweise zu generieren. Ja. Mit welcher Aber jetzt? das Mit der ist künstlichen Intelligenz oder? genau, Ah ja. ja. Und so kann man das ungefähr beziffern, aber wie gesagt, ich werde Ihnen oder kann Ihnen keine genauen Summen nennen oder keine genauen Prozentzahlen, da der Finanzmarkt volatil ist. Das bedeutet, es kann in alle Richtungen gehen und das wäre einfach falsch, wenn ich Ihnen jetzt irgendwelche Versprechungen machen würde. Verstehen Sie das? Ja, das verstehe ich schon. Gut. Ja. Ja, das ist 10 bis 20%. Okay, gut. Okay, das ist soweit klar. Gut, und wie funktioniert das jetzt? Also diese künstliche Intelligenz, was ist das genau? Das ist am Ende ein Programm, ein Computerprogramm, was auf Algorithmen basiert. Die kennen Sie vielleicht aus der Mathematik. Und diese Algorithmen können anhand von Ereignissen aus der Vergangenheit einfach gesagt die Zukunft vorhersehen. Ja, das bedeutet, wir nehmen das mal am Beispiel des Goldes. Das Gold wird tagtäglich am Finanzmarkt gehandelt auf der ganzen Welt. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit vielen, vielen Jahren. Und diese Ereignisse, die sekündlich, minütlich, stündlich, wöchentlich, monatlich passieren, werden von diesem Algorithmus zusammengefasst. Und dieser Algorithmus projiziert auf Basis dessen die Ereignisse, die zukünftig passieren. Ja, denn es wiederholen sich die meisten Dinge. Ja, es gibt immer Ereignisse, die nur einmal auf der Welt passieren. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Der Tod der Queen zum Beispiel, ja, das ist eine Sache, die war sicherlich nicht vorherzusehen, dass das an diesem Tag passieren wird. Und Sie können sich vorstellen, das hatte Einfluss auf das britische Pfund. Ja. Wenn Sie jetzt zum Beispiel an diesem Tag das britische Pfund gehandelt haben, dann gab es da eine hohe Volatilität. Und das ist immer sehr, sehr bildlich, dieses Beispiel. Solche Dinge gibt es natürlich bei allen Investitionsmöglichkeiten, dass mal Ereignisse sich nur einmal ereignen, aber den Großteil der Ereignisse, über 90% der Ereignisse wiederholen sich und dementsprechend kann die KI das in die Zukunft projizieren. Nicht 100% genau, ja, da sind wir auch wieder beim Thema. Das ist nicht möglich, den Finanzmarkt zu 100% vorherzusehen mit keiner Variante. Dann würde niemand auf der Welt mehr arbeiten gehen, wenn das so wäre. Aber ja, so viel dazu. Mit künstlicher Intelligenz. Ich habe da mal was gehört von sowas wie Metatrader. Ist das sowas? Nein, der MetaTrader ist etwas anderes. Der MetaTrader ist ein Programm, den Sie für das Trading benutzen. Es gibt beim Trading verschiedene Analysemöglichkeiten des Marktes und der Graphen. Der MetaTrader ist eher etwas für Personen, die das händisch machen und die das auch schon etwas länger machen. Wenn Sie aber schon wissen, dass es den MetaTrader gibt, dann haben Sie sich mit der Sache ja im Vorhinein schon beschäftigt Nee, und ich hab das nur gehört. Ich habe mich allgemein grob informiert und da habe ich was gehört von Metatrader. Das war bis jetzt alles. Genau, ja, Aber das ist ein gut, wenn. Computerprogramm, aber das hat nichts mit dem Algorithmus zu tun, nein. Ach ja, okay. Und Sie sagten, Gold hatten Sie gerade angesprochen. Ich kann also bei Ihnen auch Gold kaufen? Physisches Gold kaufen. Ja, richtig. Nein, wir sind ja kein Goldver- An- und Verkauf oder Schmuckhandel, Ja, und wie? Rohstoffhandel, sondern wir sind. Ja, aber ich kann es doch kaufen und ich kann es doch auch dann halten, oder nicht? Ja, Sie kaufen aber den Vermögenswert und nicht das physische Gold. Ja So wie, gut, aber wissen Sie, dann. kennen Sie Aktien? Wissen Sie, Natürlich was kenne eine ich Aktie ist? Aktien. Na wunderbar.
Ja, Wenn und Sie dann, jetzt zum Beispiel. wenn ich Aktien kaufe und halte, dann habe ich ja die Aktie. Genau. Ja, Aber und haben Sie, wenn Sie eine Aktie, wenn Sie eine, in eine Aktie oder in die Aktie der Firma, weiß ich nicht, Facebook, Meta, ja, wenn Sie in diese Aktie investieren, dann kriegen Sie ja auch nicht ein Stück des Gebäudes von Facebook oder ähnliches, was Sie in der Hand halten, sondern Sie kaufen das ja nicht physisch. Ja, Sie besitzen diese Aktie, den Vermögenswert, aber Sie haben ja nichts physisch in der Hand. ja So ist gut, das aber beim Gold hier auch. Wenn Sie das eine Aktie, Gold physisch in der ist ja physisch. Der Wert kann immer wieder fallen und steigen, aber es ist ja physisch. Es ist ein Anteil Genau. an dem Firmenvermögen. Genau, ja, Ja. und so ist es, aber wenn Sie Gold in der Hand halten möchten, dann sind Sie bei uns falsch, sondern Sie können bei uns den Vermögenswert, den Vermögensgegenstand Gold handeln, aber nicht Gold kaufen und dieses Gold in der Hand haben und wenn es dann mehr ist, irgendwo wieder verkaufen. Ja, aber wenn ich das doch So dann ist es. nicht gleich wieder verkaufe, sondern halte, das Gold. Das ist doch Das ist dann, dasselbe wie bei Aktien. Wenn ich die halte, ja kann ich dann genau, in das den ist ja der 10 Sinn der Jahren, Sache hier. ja, dann kann ich in 10 Jahren zum Beispiel von dem gestiegenen Aktienkurs profitieren. Genau, und so ist das beim Gold auch, aber Sie haben mich am Anfang, habe ich Sie gefragt, ob Sie das Gold in der Hand halten wollen und da haben Sie gesagt, ja, und das können Sie bei uns nicht, das Ja gut, beantworte ich Ihnen gerade nur. das weiß ich jetzt. Okay, gut, okay, prima. So. Gut, 10 bis 20%. Gut, und wie funktioniert das jetzt mit dem Transferieren, diese Kontoaufladung? Eine Sekunde mal, ich bin sofort wieder für Sie da. Und da war dann sicher jemand hinter ihm, der meine Stimme erkannt hat und der dann den Knopf zum Auflegen gedrückt hat. Mit dem Callcenter hatte ich vorher auch schon etliche Male gesprochen. Die Gefahr besteht leider immer, wenn man sich so häufig auf Betrügerseiten registriert. Egal, der nächste Betrüger ruft an. Ja, bitte. Hallo, ja, grüße Sie. Kara Evans am Apparat, Unternehmen Stocks Internationals, melde mich bezüglich Ihrer Registrierung bei uns. Es geht um Handel an der Börse. Ist das noch aktuell für Sie? Ja? Ja, unter Umständen schon. Sehr gut, ich bin Ihre persönliche Account Managerin. Mit mir werden Sie Ihr Account einrichten. Haben Sie 10 Minuten Zeit für ein Gespräch? Habe ich ja. Sehr gut. Herr Steinberg, sagen Sie mir bitte Bescheid, ob haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich, ob haben Sie schon mal gehandelt? Nee, gehandelt selber habe ich noch nicht. Okay, kein Problem. Wir ändern das zusammen. Sagen Sie mir bitte Bescheid, was für Ziele wollen Sie denn damit erreichen? Das mal austesten, ausprobieren, Geld verdienen, was genau? Ja, macht man sowas, um Geld zu verlieren oder um Geld zu gewinnen? Ja, genau, aber zum Beispiel als passives Einkommen, als Nebeneinkommen Spielt das eine oder Rolle? wo? Nein, einfach, Na ich also, frage dann nur ist die so, Frage noch haben Sie schon. unsinnig. Dann ist die Frage noch unsinnig. Okay. Sagen Sie mir bitte Bescheid, haben Sie schon gesehen, dass Mindesteinzahlung ist 250 Euro? Wäre es machbar für Sie, mit solchem Betrag Machbar einzusteigen? ist natürlich. Sehr gut. Wir dürfen nur mit volljährigen Menschen zusammenarbeiten. Meine Frage ist, wie alt sind Sie denn? Ich bin schon volljährig, ja, ich bin schon geschäftsfähig. Sehr gut. Aber vielmal volljährig oder nur einmal? Was, vielmal volljährig? Man kann doch nur einmal volljährig sein. Ja, ich meine, das zum Beispiel 36, das schon zweimal oder sowas. Nee, auch mit 36 ist ja man ja nur einmal volljährig. Okay, kein Problem. Für unsere Zusammenarbeit benötigen Sie solche Geräte als PC oder Laptop. Haben Sie sowas zur Verfügung? Das habe ich ja. Sehr gut. Nach der Einzahlung bekommen Sie einen Fachmann zur Verfügung. Mit dem Fachmann werden Sie
einen Handelsaccount auf Ihrem PC installieren. Sagen Sie mir bitte Bescheid, wann sind Sie am besten für diesen Gespräch mit dem Fachmann erreichbar? Ja, ich habe jetzt Zeit. Nein, ich meine nach der Einzahlung. Ja, ich weiß ja noch gar nicht, ob ich bei Ihnen handeln will. Sie müssen mir ja Ja, erstmal was über genau, Ihre dann. Firma sagen. Ja, ich stelle Frage und beantworte Ihre Frage. Sie haben eine E-Mail, Willkommen-E-Mail von uns bekommen auf diese E-Mail-Adresse rasputin.steinberg@mailbox.org. Haben Sie gesehen? Augenblick, muss ich noch mal nachschauen. Wie war Ihr Name? Mein Name ist Kara Evenson, Name von dem Unternehmen in Stocks Internationals. Sie haben sich bei uns am 15. registriert. Stocks International. Muss ich mir noch mal auf die Seite gucken. Können Sie es mir noch mal buchstabieren, dass ich mal nachsehe? Ja, natürlich. Siegfried Theodor Otto Ja. Cäsar, Cäsar, Was, Cäsar, Konrad. Cäsar? Ja, Cäsar. Zweimal C. Cäsar? Nein, nein, nein. C und K. Konrad. Okay. Dann Ida. Ja. Nordpol. Nordpol Theodor. Ida, Nordpol, Nordpol, Theodor? Nein. Aber Ida. Sie haben doch gesagt, Ida, Nordpol, Nordpol, Theodor. Nein, Doch, haben Sie Ida, gesagt. Nordpol, Theodor, okay. Also haben Sie zweimal Nordpol gesagt. Wenn Sie buchstabieren, dann sollten Sie das Okay, vielleicht richtig international. buchstabieren. Wenn Sie buchstabieren, sollten Sie es vielleicht richtig buchstabieren. Also Aber es. Sie haben noch einmal gefragt, deswegen habe ich wiederholt. Ich habe nur einmal gefragt. Nein. Doch. Ich habe Okay, nur was einmal haben Sie schon gefragt. geschrieben? Was haben Sie schon geschrieben? So. Ich habe hier Stocks minus INT Punkt und wie geht's weiter? Stocks Internationals ohne Punkt oder sowas. Also Stocks und dann, also nochmal. INT und weiter. Eva. So, also Stocks und dann direkt ein Wort, Stocks Inter oder wie wird's geschrieben? Inter, genau, Internationals. So, dann müssen wir. Ich gebe es mal direkt ein. Inter. Und weiter? National. National. Nalle und am Ende Buchstabe Siegfried. Nationals. Internationals. Ja, gut. Genau. Ja, und weiter? Ja, genau. Von diesem Unternehmen haben Sie E-Mail bekommen. Ich habe gefragt, wie es weitergeht. Stocksinternationals.de Ja, genau. .de Sekunde, ich schicke jetzt Sie an Sie sagten eine E-Mail. .de. Ich schicke Gut. jetzt an Hallo, Sie hallo, eine E-Mail. hallo, hallo. Hören Sie? Guten Tag. Hallo, ja, Herr Steinberg. Haben Sie eine E-Mail von mir bekommen? Warum haben Sie denn aufgelegt? Ich hatte andere Kunde auf andere Leitung und ich habe sofort eine E-Mail an Sie gesendet, um keine Zeit zu verlieren. Haben Sie schon eine E-Mail von mir bekommen? Nein, habe ich nicht. Sagen Sie mir bitte Bescheid, ist es Ihre E-Mail-Adresse rasputin.steinberg@mailbox.org? Das ist richtig. Und ich habe an Sie eine E-Mail gesendet. Diese E-Mail bekommen Sie von kara.evenson@mailbox.org.
talksend.io. Nee, habe ich nicht. Habe ich keine bekommen. Haben Sie in Spam geprüft? Ja. Und wann haben Sie die gesendet? Sofort nach dem Gespräch. Nee, ist keine E-Mail da. Okay, Sie haben sich bei uns am 15. registriert. Haben Sie am 15. einige E-Mails von unserem Unternehmen bekommen, oder? Ja, richtig. So, jetzt ist gerade was. Jetzt ist gerade was gekommen. Von wem? Na, Kara Evensen. Genau, das bin ich. Okay, gut. Ich habe einen Link für unsere Seite an Sie gesendet. Okay. Ja, den sehe ich. Waren Sie online bei unserer Seite, oder? Ich bin jetzt gerade online. Haben Sie sich schon eingeloggt, oder was? Nein. Wie soll ich mich denn einloggen? Ich möchte ja erstmal was über Ihre Firma wissen. Warum soll ich mich gleich einloggen? Nein, ich habe gefragt, ob haben Sie schon. Ja, wie denn? Ich habe doch keine. Normalerweise brauche ich doch Einlogdaten. Haben Sie mir die Daten geschickt? Sie haben diese. Ja, natürlich, am 15. Wenn Sie haben schon Augenblick, einmal ich gehe mal nachgucken. Ich gehe mal nachgucken. So. Nee, ich habe auch am 15. keine Einlogdaten bekommen. Doch, wenn Sie haben eine Nein, habe ich bekommen, nicht, habe ich nicht. Wenn ich sage, am 15. habe ich die E-Mail bekommen. Augenblick. Müssen wir doch mal gucken. Von Anna Färber bekommen. Und da sind keine Einlogdaten drin. Wie soll ich mich dann bei Ihnen einloggen? Ich kann für Sie einmalige Passwörter dann erstellen, wenn Sie ja, erstmal möchte ich ein bisschen was über Ihrer Firma wissen. Gucken Sie mal, ich habe eine E-Mail mit Link gesendet. Sie können einfach alles durchlesen, anschauen, um zu verstehen, was für Firma ist das. Und natürlich können Sie gerne Fragen mir stellen dann. Ja, ne, ich habe jetzt schon Fragen. Dann fragen Sie bitte. Okay. Mit was kann ich genau bei Ihrer Firma Geld verdienen? Welche Möglichkeiten bieten Sie? Sie können handeln mit Aktien, mit Rohstoffen, mit Kryptowährungen, mit Währungspaaren und mit Indizes. Okay. Das fängt schon mal gut an. Gut. Okay. Und welche Möglichkeiten haben wir nun, das Geld, mein Tradinggeld bei Ihnen zu platzieren? Entweder ganz normale SEPA-Überweisung oder über Kreditkarte. Ich würde sowas über Kreditkarte, über SEPA-Überweisung machen. Natürlich, gerne. Dann, ich kann für Sie, wenn Sie werden schon bereit, ich werde an Sie eine E-Mail mit Überweisungsdaten senden und Sie werden ganz normale SEPA-Überweisung tätigen. Ja, gut, dann schicken Sie mal los. Und währenddessen können Sie mir noch ein paar Fragen beantworten, gerne. Sie können schon jetzt diese Frage stellen. Ja, ich warte erstmal auf die E-Mail. Und währenddessen können Sie mir noch ein bisschen was über Ihre Firma erzählen. Gucken Sie mal, Ihr Konto, vor der Einzahlung muss ich das unbedingt sagen, Ihr Konto muss bei uns verifiziert werden, wie bei der Bank. Das bedeutet, dass wir benötigen von Ihnen die gescannte Kopie oder die Fotos von Personalausweis oder Führerschein oder Reisepass. Das brauchen Sie für Auszahlungen. Wenn Sie werden schon uns Bescheid sagen, dass Sie wollen Ihr Geld zurückbekommen, wir müssen verstehen, an wen müssen wir dieses Geld zurücksenden. Dann noch dazu, es ist wichtig, vor der Einzahlung, nach der Einzahlung bekommen Sie einen Fachmann zur Verfügung. Mit dem Fachmann werden Sie das alles weiter einrichten und alles bezüglich Ihrer Handelsmöglichkeiten besprechen. Deswegen
Ich muss verstehen, ob werden Sie überhaupt telefonisch erreichbar. Es geht so nicht einfach einzahlen lassen und nicht darum zu kümmern oder Das auf ist doch. unsere Anrufe nicht antworten. Nee, dann ist es. Ich möchte ja gerne investieren. Das heißt, Sie handeln mit meinem Geld, um mein Geld zu vermehren. Ich möchte nicht selber handeln. Ja, Sie werden nicht selber handeln, aber Sie Gut. müssen selber verstehen, was passiert mit Ihrem Geld. Wie viel Geld haben Sie auf Ihrem Konto? Was Das für kann ich Profite haben Sie? ja dann sehen, was auf meinem Konto ist. Das sehe ich ja, wenn ich mich einlogge bei Ihnen. Ja, genau, aber der Fachmann muss das für Sie alles erklären. Ja, Wie aber können Sie dieses das. Geld auszahlen lassen und so? Ja, Wieso zum Beispiel jetzt gibt es. hallo. Das muss er mir dann erst erklären, wenn ich es auszahlen will. Ja, aber wie müssen wir dann verstehen, dass Sie schon bereit Ihr Geld auszahlen lassen? Bitte was? Das habe ich nicht verstanden. Ihr Deutsch ist sehr komisch. Ich muss verstehen, dass Sie. Habe ich nicht verstanden. Nein, ich sage, wenn Sie wollen mit uns im Kontakt nicht bleiben, dann wie können wir dann verstehen, dass Sie sind bereit, ist Ihr Geld auszahlen lassen? Ich kann es doch ganz einfach auf meinem Tradingkonto anhaken, dass ich eine Auszahlung haben will. Ja, aber wie Ja, ohne gut. Fehler und so weiter und so fort. Na, Deswegen, das ist einfach. so viel schwierig kann das ja wohl nicht sein, eine Auszahlung zu machen auf dem eigenen Tradingkonto. Oder ist Ihre Seite Ja, so natürlich, das kompliziert? ist nicht Ja, schwierig. gut, warum soll ich das dann nicht Aber hinkriegen? ich sage Ihnen noch einmal, es geht um Zusammenarbeit mit dem Fachmann. Das bedeutet nicht, dass Sie werden 24 Stunden vor dem PC sitzen. Nein, aber einmal oder zweimal wöchentlich mit dem Fachmann in Verbindung setzen, das ist, ich denke, machbar und das muss so sein. Das kann durchaus sein. Haben Sie die E-Mail jetzt schon geschickt oder nicht? Weil doch ist keine da. Nein, ich habe keine gesendet, weil ich erkläre bezüglich unserer Ja, dann Zusammenarbeit. das Vielleicht können Sie werden Sie doch nicht währenddessen zustimmen. machen. Nein, gucken Sie mal. Sie können dann schnell Einzahlung tätigen, aber am Ende, ich erkläre das und Sie sagen, naja, das ist nicht für mich, ich will sofort mein Geld zurück. Das geht auch nicht. Wenn Sie werden mit mir zustimmen, dass, ja, es geht so, für mich, mit Ihnen zu arbeiten, dann sende ich die Überweisung. Das Ja, ist kein Problem. dann senden Aber ich Sie die sage Ihnen, Überweisungsdaten. was bedeutet das? Dass Sie sind bereit mit Sie haben oder gerade was? eine sehr schlechte Telefonleitung. Ich höre Sie sehr abgehackt. Jetzt ist schon besser. Ja, das weiß ich nicht. Sie sagen ja noch ganz wenig. Hallo. Hallo? Ja. Ja. So, haben Sie sie jetzt gesendet? Ich habe immer noch keine E-Mail. Ich sage Ihnen, stimmen Sie zu, mit dem Fachmann zusammenzuarbeiten? Das Dann sagte ich ich sende die bereits. Ist das Überweisungsdaten. nicht bei Ihnen angekommen? Okay, ich bereite jetzt eine E-Mail vor, aber wenn Sie verstehen bis Ende nicht, wie funktioniert das alles, dann besser keine Einzahlungen bei uns zu tätigen. Ist es verständlich für Sie, ja? Ja, habe ich gerade soeben verstanden. Okay, dann ich bereite jetzt die Daten vor. Bleiben Sie bitte kurz dran. Natürlich. Ja, ich habe gerade eine E-Mail an Sie gesendet. Das dauert ein bisschen, wenn Sie werden das schon bekommen. Ja, dann warte ich mal ab, bis sie kommt. Ja. Nette Musik haben Sie da. Ja, danke schön. Mir gefällt auch. So, da haben wir eine E-Mail bekommen. Okay, gut.
bei der Stadtsparkasse in Düsseldorf, richtig? Genau. Okay. Betrag 250,89 €, ist das richtig? Genau, genau. Okay, gut. Dann noch eine Frage. Wo sitzt Ihr Unternehmen denn eigentlich? In Deutschland, In in Deutschland. München. In München sitzt Ihr Unternehmen. Genau, Okay, genau. haben Sie mal die Adresse für mich? Nein, wir arbeiten online, wir Ja, arbeiten nicht deswegen müssen offline. Sie ja trotzdem eine Adresse haben. Eine Firma hat ja immer eine Adresse. Ja, Sie können auf unserer Seite Registrierungsort von uns finden. Wo finde ich denn das? Auf unserer Seite. Ich habe an Sie eine E-Mail mit Link. Ja, wo Erste finde ich das E-Mail auf von Ihrer mir. Seite? Wo finde ich das auf Ihrer Seite? Ganz, ganz oben ist unsere Seite schon auf Deutsch bei Ihnen, oder? Ja. Dann ganz oben steht Stocks End, dann Home über uns. Über uns anklicken und alle Informationen über uns finden. Gut, dann schaue ich doch mal. Okay. Sagen Sie mir bitte Bescheid, was Also machen wir dann weiter? ich finde es noch nicht. Wo stehen diese Informationen mit der Adresse? Alle Informationen können Sie hier auf die Seite. Da steht es nicht. Da steht keine Adresse. Hallo. Ja. Weil Sie rufen jetzt aus München an. Ich habe schon diese Frage beantwortet. Nein, ich habe jetzt gerade gefragt. Sie rufen jetzt aus München an auch? Ja, natürlich. Aber wir benutzen immer IP-Telefonie für deutschsprachige Länder. Deswegen, Sie können österreichische Nummer sehen oder Schweizer Nummer. Ja, oder halt aus UK. Was UK ja gar nichts mit Europa zu Nein, tun hat. nein. Doch. Nein, nein, Ich nein. sehe eine Nein, das kann nicht 44er. Ich sein. sehe plus 44. Das ist UK, England. Okay, senden Sie mir bitte Screenshot. Ich will Nein, das wozu? mit eigenen Augen sehen, Ja, weil das wenn kann Sie nicht Ihre sein. Sie machen Telefonanlage nicht im Spaß Griff. mit mir. Hallo? Wenn Sie Ihre Telefonanlage nicht Sie im Griff. haben, Sie Lassen Sie mich bitte machen dann Spaß. ausreden. Lassen Sie mich bitte ausreden Sie oder machen nein? Spaß mit mir. Nein. Sie lassen mich nicht ausreden. Na gut, dann werde ich kein Kunde bei Nein, Ihnen. ich Kein sage, Problem, wenn. kein Problem. Wenn Sie mich Okay, nicht tschüss. ausreden lassen, Schönen Sie sind Tag ein noch. Betrüger. Schönen Tag noch, tschüss. Tschüss, Betrüger. Betrüger, du musst auflegen. Hallo? Ja, hallo, schönen guten Tag. Hören Sie mich jetzt gut? Ja, wer ist da? Ja, okay, super. Also, mein Name ist Mark John Zimmermann. Also, ich habe mit Ihnen gesprochen über Investitionen und Sie haben bei unser Handelsprojekt angemeldet. Also, stimmt das? Ja, ich habe mich auf mehreren Handelsprojekten angemeldet. Welches ist Also, schauen Ihres? Sie, das ist Crypto-Bitcoin-Trade. Das ist unser Handelsprojekt. Und also schauen Sie, wir werden Ihnen einen Link schicken bei unserer Handelsplattform und wir werden zusammen anmelden. Und ich werde Ihnen alles erklären auf unserer Handelsplattform erklären. Okay? Ja, dann Also, erklären Sie doch weil. erstmal, was Ihre Firma macht und was Ihre Firma bietet. Also schauen Sie, wir bieten Ihnen die Möglichkeit, zwischen 2.000 bis 3.000 Euro pro Monat verdienen, nur mit Mindestbetrag ist. So, und laut der Statistik, also verdienen unsere Kunden seit 6, 7 Monaten zwischen 200.000 bis 300.000 Euro. Also passt das Ihnen? Was passt? Wieso soll es mir nicht passen? Ich möchte nur Also wissen, passt diese wie. Summe Ihnen? Und Ich also möchte gern schauen Sie, wissen, wir. wie das funktioniert. Also schauen Sie, ja, da seit 2, 3 Minuten, also Sie werden einen Link Darf ich mal bei bitte Ihrem E-Mail haben. unterbrechen? Darf ich mal bitte unterbrechen? Wie soll ich denn etwas schauen? Wir telefonieren. Was soll ich denn da sehen? Mein Also Telefonhörer? schauen Sie, Sie können per Ihr Handy anmelden oder per Ihr Computer. Ja, dann sehe ich mein Telefon oder meinen Computer, aber mehr kann ich nicht schauen. Also schauen Sie, wie weit bequemer für Was Sie? Ich soll ich weiß denn nicht. schauen? Also öffnen Sie bitte Ihr E-Mail
Jetzt, mein Kollege schickt Ihnen ein E-Mail mit Link bei unserer Handelsplattform. Und wir werden jetzt zusammen anmelden und ich werde Ihnen erklären, wie das alles funktioniert auf unserer Plattform und wie Sie können Ihr Handelsalgorithmus aktivieren. Ja, dann kann er mir die E-Mail ja schicken und dann können Sie mir ja in der Zwischenzeit mal erklären, wie das funktioniert. Ja, schauen Sie, ich werde Ihnen mit dem Anruf erklären, darf ich nochmal was? Hallo, ja. Sie sagen dauernd ja. Schauen Sie, was soll ich denn schauen? Da müsste ich ja Dinge sehen. Ich sehe sie nicht, ich sehe nur mein Telefon. Was soll ich dann schauen? Mein Telefon schauen? Das ist eine normale Phrase. Sie sind ein Phrasendrescher, okay. Also schauen Sie, okay, jetzt öffnen Sie bitte Ihr E-Mail und Sie werden jetzt seit 2 Minuten einen Link bei unserer Handelsplattform haben, okay? Nein, habe ich nicht. Ja, dann einen Moment bitte, wir schicken Ihnen ein E-Mail, also eine Sekunde bitte. Hallo. Ja, also einen Moment bitte, wir haben Ihnen einen Link bei unserer Handelsplattform gesendet. Also öffnen Sie bitte dieses Link. Es ist noch nichts da. Und dann warten Sie bitte eine Sekunde. So, vielleicht haben wir technische Schwierigkeiten mit Internet. Also benutzen Sie ein Wi-Fi in Ihr Handy oder ein Mobile-Internet? Bitte, was soll ich das benutzen? Also haben Sie ein Mobile-Internet oder ein Wi-Fi? Nein, habe ich nicht. Ich telefoniere nicht mit dem Handy. Das ist eine Festnetzrufnummer. Ach so, ich habe verstanden. Okay, super. Also dann warten Sie einen Moment bitte. Also wir haben Ihnen ein E-Mail gesendet. Ja, ist noch keine E-Mail da. Okay, ich habe verstanden. Und kann ich fragen, also arbeiten Sie jetzt in einem Unternehmen oder von welchem Computer rufen Sie? Von meinem Computer. Ist es ein Arbeitscomputer, oder? Heute ist Feiertag. Sie wissen nicht, dass ein Feiertag ist heute? Ach so, Entschuldigung, ich immer vergessen, Entschuldigung. Ich bin in Österreich und ich habe das vergessen, Entschuldigung. Ja, ich verstehe. In Österreich sind okay. Sie? Ja, genau. Also wir haben halt viele Deutsche in Österreich und in Schweiz auch. Ja, aber eine E-Mail ist immer noch nicht. E-Mail? Nein, ist noch keine E-Mail da. Ich habe verstanden. Vielleicht haben Sie eine persönliche Nummer und ich kann Ihnen per WhatsApp schreiben. Nein, habe ich nicht. Okay, ich habe verstanden. Dann einen Moment bitte. So, jetzt ist eine E-Mail da. Okay, super. Ja, dann öffnen Sie bitte dieses Link. Also klicken Sie auf dieses Link. Ja. Ja, okay, super. Und sehen Sie jetzt ein Fenster mit E-Mail und Passwort. Richtig. Ja, okay, schreiben Sie bitte Ihr klassische E-Mail und Passwort 12345. Das ist ein klassisches Passwort. Sie können dieses Passwort in Einstellungen ändern. Ja, aber erstmal möchte ich ein bisschen was wissen. Ich möchte mich ja noch gar nicht einloggen. Ich möchte ja erstmal wissen, was ich bei Ihnen handeln kann. Ich möchte ja erstmal Ihre Firmeninformationen haben. Also schauen Sie, wir haben viele Algorithmen auf unserer Handelsplattform. Und wenn Sie möchten, Sie können mit diesem Algorithmus reden oder mit etwas anderes. Also Sie können mit Tesla, mit Gemini AI und so weiter. Wir haben viele Algorithmen auf unserer Handelsplattform. Also sagen Sie mir bitte, haben Sie Interesse nur für dieses Algorithmus, also Kryptoszene, Bitcoin oder noch andere? Also Sie haben mir gesagt, dass Sie bei vielen Algorithmus angemeldet haben, ja? Nein, ich habe mich auf vielen Plattformen angemeldet, nicht bei vielen Algorithmen. Ach so, ich habe verstanden. Also unsere Plattform heißt Globotay Group. So, wir haben viele Algorithmus auf dieser Handelsplattform und Sie können benutzen nicht nur dieses Algorithmus. Also Sie können ein Beispiel ein Konto eröffnen mit dieses Kryptoszene Bitcoin und andere mit anderen Bitcoin. Okay. Mit was kann ich denn bei Ihnen handeln? Nur mit Kryptowährungen? Schauen Sie, wir haben 3 Waren. Also mit Kryptowährungen, also mit Rohstoffen und mit Aktien auch. Also haben Sie Interesse für etwas Konkretes oder vielleicht möchten Sie mit Krypto, Rohstoffen und Aktien auch traden? Ich möchte Aktien kaufen. Aktien, oh, okay. Und mit welchen Firma? Das weiß ich noch nicht Firma genau. Das kommt ja immer auf den Preis der Aktie an. Also möchten Sie selbstständig handeln oder nur mit einem Algorithmus?
Weil der Algorithmus, der kann mir doch nicht sagen, welche Plattform ich, welche Aktie ich kaufen kann, oder? Ja, dieses Algorithmus funktioniert selbstständig und er kauft alles selbstständig und verkauft auch. Also, aber Sie werden, Sie Ich können will die, überprüfen, was ist. ich, hallo, ich möchte gerne die Aktien halten, bis sie irgendwann mal gestiegen sind. Also, ja, wir haben das auch auf unserer Handelsplattform. Dort steht Preis, ein Grafik mit höheren Preis, mit weniger Preis und so weiter. Also haben Sie auf diesen Link geklickt? Also Sie können probieren, loggen. Also, und ich werde Ihnen Ich erklären, möchte, ich welche habe Ihnen doch Währungen wir gerade haben. Ja. gesagt, ich möchte erstmal etwas über Ihre Firma wissen, bevor ich mich da einlogge. Ja, also genau. Also wir heißen Ja. Global Trade Group. Also und wir arbeiten seit 10 Jahren auf dem Finanzmarkt. Und Sie können natürlich unser Unternehmen in Google überprüfen. Okay, und für was konkret möchten Sie wissen über unser Unternehmen? Also vielleicht haben Sie eine Frage für mich. Ja, das wird sicherlich noch kommen. Die Frage ist, was kann man jetzt mit Aktien allgemein, Sie sagen Algorithmus, was kann ich dann an Gewinn erwarten? Also schauen Sie, Sie können Ihr Algorithmus, Ihr Gewinn, also mit drei Methoden abheben. Also Sie können das mit Crypto-Wallet machen, mit Bitcoin, Na, Ethereum, ich möchte ja USDT. erstmal wissen, Ja. was ich an Gewinn erwarten kann und nicht, was ich, wie ich es abheben kann. Ich möchte wissen, wann Ach ich so. das, wie ich das, wie hoch der Gewinn sein wird. Also schauen Sie, verstehe ich richtig? Möchten Sie wissen, wie viel verdienen Sie auf unserer Handelsplattform, ja? Richtig, prozentual. Okay, super. Also schauen Sie, wie ich habe schon gesagt, also laut der Statistik, Sie verdienen mit Mindestbetrag zwischen 2.000 bis 3.000 Euro pro Monat. Aber mit diesem Mindestbetrag, also seit 6, 7 Monaten, Sie verdienen zwischen 200.000 bis 300.000 pro Monat. So, Okay, das ist gut. schon ein gutes Gewinn, okay. Super. So, vielleicht haben Sie noch irgendwelche Fragen. Ja, wie könnte ich, wenn ich bei Ihnen einzahlen will, das Geld zu Ihnen transferieren? Also schauen Sie, Ihr Geld lassen auf eine Deutsche Bank. Das ist eine BBV-Bank. Also Sie können im Internet auch dieses Bank überprüfen. Das ist ein offizielles und registriertes Bank. Und das ist natürlich ein deutsches Bank. Und Sie werden Ihr Geld ja auf Ihr Konto sehen. Also Sie Ja, haben wie hier. kann, nochmal die Ja. Frage, Ja. wie kann ich mein Geld auf Ihre Plattform transferieren? Also schauen Sie, Sie können das mit SEPA-Überweisung machen oder mit Online-Banking. Und mit Crypto-Wallet geht das auch. Nein, ich würde eine SEPA-Überweisung machen. Dazu brauche ich dann eine IBAN. SEPA-Überweisung. Okay, super, dann wir können jetzt Ihnen ein SEPA-Überweisung senden. Aber jetzt, Genau. also, ja, jetzt ein Feiertag und jede Bank funktioniert nicht. Okay, Ja, aber dann vielleicht haben Sie, ja. Online-Banking funktioniert Also doch. haben Sie ein Online-Banking. Okay, Ja, also, okay, richtig. super. Ja, okay, dann vielleicht haben Sie noch irgendwelche Fragen oder kann ich Okay. Ihnen, Die können ja? wir erstmal, Sie können, da kommen bestimmt noch Fragen, aber erstmal können Sie mir die IBAN schicken. Dann kann ich das ja schon mal Ja, okay. ausfüllen. Okay, super. Einen Moment bitte. Mein Kollege Max Zimmermann schickt Ihnen ein Bankdaten. Einen Moment bitte. Ja. Ja, okay, das ist Bankdaten von unserer Buchhalter. So, und das ist ein natürlicher deutsches Bankdaten. Von einem deutschen Bank. Okay, dann einen Moment bitte. Ja, okay, einen Moment bitte. So, mein Kollege sendet Ihnen ein E-Mail. Okay, sind Sie noch da? Ja, natürlich. Ich Ja, warte auf okay. die E-Mail. Super. Ja, okay. Mein Kollege hat Ihnen ein E-Mail geschickt. So, überprüfen Sie bitte Ihr E-Mail. Ja, ist noch keine da. Okay. Dann wir müssen ein bisschen warten. Okay. Ja, haben Sie unsere E-Mail gesehen? Nein, es ist noch keine E-Mail da. Noch. Okay, wir müssen ein. So, vielleicht haben Sie noch irgendwelche Fragen für unsere Handelsversammlung. Ja, Oder im Prinzip sind dazu das müsste ich alles. ja erstmal die E-Mail sehen. Okay, super, ich habe verstanden. Also, aber auf jeden Fall, Sie werden
unterstützt von Ihrem persönlichen Broker. Also er wird Ihnen helfen, immer mit Ihrem Handel. Okay, dann haben Sie noch keine E-Mail? Nein, habe ich nicht. Okay, Moment bitte. So, jetzt ist was da. Okay, super. So, und ich sehe gerade, was sagt sie? Ihr Manager da ist Nico Markatalas? Ja, genau. Das ist unser Buchhalter von unserem Unternehmen. Er wird überweist ihr Startkapital auf ihr Handelskonto. Gut, okay. Was mich nur wundert, Ihre E-Mail wird gesendet von einer gmail.com. Ja, Martin Zimmermann, das ist mein Kollege. Ja, warum nutzen Sie Ihre Firmen-E-Mail-Adresse nicht? Also schauen Sie, leider habe ich keine E-Mail, so das E-Mail von meinem Kollegen. Also wir haben auch ein Arbeits-E-Mail von unserem Unternehmen. Ich kann Ihnen diese Bankdaten von unserer Arbeits-E-Mail schicken. Also das ist kein Problem. Ich kann das auch machen. Also wir haben ein Arbeits-E-Mail. Ich habe da, noch eine Frage. Wo sitzt Ihr Unternehmen denn? Also jetzt, ich bin in Österreich. Nein, wo der Sitz Ihr... Haben zwei viel wo Ach, der Sitz, hallo. Ja. Wo ist der Sitz, der rechtliche Sitz Ihres Unternehmens? Entschuldigung, die Verbindung ist sehr schlecht. Ich habe etwas gehört, etwas nicht. Wo sitzt, wo ist unser Unternehmen? So, möchten Sie unsere Adresse wissen? Ich möchte den registrierten Ort Ihrer Firma wissen. Ach, wo so. Ist Ihre Firma registriert? Ach so, okay, einen Moment bitte. Also ich kann Ihnen schicken die richtige Adresse. Also ich leider erinnere ich das nicht. So, einen Moment bitte, dann mein Kollege Marc Zimmermann wird Ihnen noch ein E-Mail schicken. Okay, einen Moment bitte. Ja, wissen Sie nicht, Moment. Wo Ihre Firma registriert ist? Achso, möchten Sie eine Stadt wissen? Achso, Stadt, also das ist in Schweiz, so das ist in Bayern. Aber das ist eigentlich Hauptfilie von deutschen Unternehmen. Wie? Ich bin jetzt in Österreich und ich habe ein bisschen andere Adresse, aber unsere Hauptfilie von Deutschland in Schweiz. Und dann sind Sie eine Schweizer Firma? Ja, Entschuldigung, wie bitte? Dann sind Sie eine Schweizer Firma? Ja, also wir haben unsere deutsche Filie, ja, registriert aus Schweiz. Aber wir haben viele Filien und wir arbeiten mit Nein, es gibt ja nur eine. Es gibt ja nur eine. Registrierte Firma. Eine Firma muss ja irgendwo registriert sein. Sind Sie dann in der Schweiz registriert? Ihre Hauptfiliale, Ihre Zentrale ist in der Schweiz. Also unsere deutsche Hauptfiliale, ja, Nein, in der es, Schweiz. Es gibt doch nur eine Hauptzentrale. Also schauen Sie, wir haben zwei Unternehmen und andere Unternehmen von Nicht-Europa registriert auf andere Adresse. So, ein europäischer Unternehmens registriert in Schweiz. Was ja, ist genau. denn eine europäische? Das Wort kenne ich nicht. Europa. Wissen Sie nicht dieses Wort? Das heißt europäisch, nicht europäisch. Entschuldigung für meinen Akzent. Ich bin nicht Deutsch. Ich bin Ja, wo sind Sie denn her? Sie sind Amerika? Nee, Sie sprechen gut Russisch, habe ich gerade gehört. Nein, ich verstehe nicht Russisch. Entschuldigung. Doch, ich habe genau gehört, dass Sie Russisch oder irgendwie so eine Sprache gesprochen haben. Habe ich gehört. Vielleicht, das war mein Kollege. Nee, das waren Sie. Nein, das waren Sie. Ich? Ja, richtig. Das ist sehr selbst. Weil. Nein, vielleicht haben Sie. Ja? Ja, nee. Das waren Sie. Vielleicht ich habe es genau gehört. Gespräch von, vielleicht haben Sie meinen Kollegen gehört. Nein, ich habe Sie gehört. Das ist sehr selbst. Ich kenne nicht Russisch, Entschuldigung. Ich weiß nur ein Wörter, Wodka. Das ist alles, was ich weiß von russischen Wörtern. Ja gut, okay. Also Ihre Hauptfiliale, Ihr Standort ist die Schweiz. Wo sind Sie dann reguliert? Sie sind ein Finanzdienstleister, wo sind Sie reguliert? Also schauen Sie, wir reguliert das Unternehmen von europäischen Finanzmarkt, aber ich kann Ihnen diese Adressen... Ja. Nein, nicht europäische Finanzmarkt, da gibt es keine Behörde, die den europäischen Finanzmarkt reguliert. Okay. Wo sind Sie in der Schweiz reguliert? Also ich kann Ihnen diese Adresse per E-Mail schicken. Sie sollen mir einfach sagen, Leider, ich hallo, darf ich bitte ausreden?
Darf ich bitte ausreden? Ich habe meine Frage noch nicht fertiggestellt. Dann halten Sie einfach mal den Mund und hören Sie zu. Ich möchte gerne wissen, wo Ihre Firma reguliert ist. Ja, ich habe Ihnen gesagt, ich bin nur Account Manager und leider weiß ich nicht. Ja gut, dann verbinden Sie mich bitte mit jemandem, der mir das sagen kann. Okay, einen Moment bitte, wer war denn das per E-Mail schicken oder ich kann... Nee, das können Sie mir einfach sagen. Geben Sie mir einfach jemanden, der das sagen kann. Okay, ich kann das mit meinem Chef zu besprechen. Okay, wie Sie wollen. Das ist kein Problem. Einen Moment bitte. Ja. Ja, Entschuldigung, hören Sie mich? Ja, natürlich. So, okay. Moment bitte. Und nun hat er sich 5 Minuten lang stumm geschaltet, um sich eine Story mit dem Chef zu überlegen, wie man mich doch noch dazu bringen könnte, mein Geld zu investieren. Diese 5 Minuten schweigende Wartezeit erspare ich euch natürlich. Hallo. Hallo, ist noch jemand da? Ja, schauen Sie. Hören Sie mich gut? Ja. Ja, okay, super. Ich habe mit meinem Chef gesprochen. Achso. Wir regulieren von ESMA. Mein Chef gesagt, dass es ein französisches reguliertes Unternehmen ist. Nee, das hat ja nichts mit den einzelnen Ländern zu tun. In der Schweiz müssen Sie ja auch reguliert sein. Wo sind Sie in der Schweiz reguliert? Also, mir Chef hat gesagt, dass wir reguliert sind von ESMA. Nee, das stimmt nicht. In der Schweiz ist man von der FINMA reguliert. Also schauen Sie, ich weiß es nicht. Sie können das überprüfen in Google. Ja, also, ja, ne, ich habe alles Wichtige gesagt. Also, nee, kann ich ja nicht überprüfen. Wichtig. Kann ich ja nicht überprüfen. Warum? Ja, weil die Schweiz wird reguliert von der FINMA. Und wenn Ihr Hauptsitz in der Schweiz ist, da müssen Sie von der FINMA reguliert werden. Leider weiß ich nicht. Also ja, das ist nicht mein Schuld. Also ich weiß es nicht von der Regulierung. Sie haben doch jetzt hat mir ja gesagt, dass wir von ESMA regulieren. Dann hat der Chef keine Ahnung. Schlicht und ergreifend. Ich weiß nicht, ist das ein Problem, dass wir natürlich von ESMA regulieren? Natürlich ist das ein Problem. Weiß ich nicht, Sie wissen eine ganze Menge nicht. Was hatten Sie doch gesagt, wie lange ist Ihre Firma aktuell schon am Markt tätig? Also seit 10 Jahren. Also seit 10 Jahren. Ja, genau. Ja, natürlich. Wissen Sie, was das Ganze klingt für mich sehr nach Betrug. Wissen Sie auch warum? Sie sagen, Sie sprechen Russisch und Sie können angeblich kein Russisch. Ihre Firma ist seit 10 Jahren am Markt. Dabei ist Ihre Firma, Ihre Domain erst 26 Tage alt. Das ist sehr Betrug. 26 Tage? Ja, richtig. 26 Tage alt. Ja, das können Sie als erste Mal hören, ist klar. Man kann es wunderbar im Internet überprüfen. Entschuldigung, warum sagen Sie mir das? Ich arbeite hier seit 1 Jahr und... Ja, aber nicht mit dieser Plattform. Ich arbeite in Global Trade Group. Nein, kann ja gar nicht sein. Diese Global Trade Group. Diese Webseite ist erst seit 26 Tagen online. Vielleicht haben Sie ein anderes Land gefunden. Ich weiß nicht. Ich habe Global... Vielleicht ist das ein Betrug. Ich habe Ihnen ein Lied... Hallo, mein Zuhören. Ja. Mein Zuhören. Ja, ich höre. Ich habe Ihre Domain global-trade-group.com überprüft. Okay. Und die ist 26 Tage alt. Das ist sehr seltsam. Ja, das ist sehr, sehr seltsam. Vor allem ist es Betrug. Sie sind ein Betrüger, ein fürchterlich schlechter Betrüger. Sie nennen eine... Wenn Sie möchten das sagen, Sie können das sagen. So, schauen ja, Sie ja Sie gut, gut, Sie wunderschön. So, das ist Ihr Mann. Also, Sie können das mehr sagen. Möchten Sie die YouTube-Zuschauer noch begrüßen, die Ihnen gerade zuhören? Möchten Sie noch Grüße hinterlassen? Warum soll ich das machen? Warum ja, weiß ich nicht, machen? Weil Sie sind ein schlechter Betrüger. Warum wissen Sie das nicht? Haben Sie mir gesagt, dann das bedeutet, dass Sie haben wissen, Sie mir warum? Gesagt, ein klarer Amerikaner, hört man sofort. Sie sprechen so wenig amerikanisch, wie ich Chinesisch spreche. Oh mein Gott. Sie sind ein Betrüger. Oh mein Gott.
Sie sind gerade live auf YouTube. Okay, super. Sie sind gerade live auf YouTube. Wollen Sie irgendwen grüßen, bitte? Ihre Mutter zum Beispiel, dass sie sehr stolz ist, auf Sie ist, dass Sie ein dreckiger Betrüger sind? Wollen Sie Ihre Mutter grüßen? Super. Sie können das sagen. Also schauen Sie mir. Nein, Sie sollen doch Ihre Mutter grüßen. Die ist bestimmt sehr stolz auf Sie, dass Sie ein dreckiger Scammer sind. Sie sind nichts weiter als ein Scammer. Haben Sie das alles überprüfen? Das ist ganz einfach. Im Internet kann man alles überprüfen. Gar kein Problem. Nein, das ist nicht einfach. Ich verstehe doch, das ganz gut. Doch, es ist ganz einfach. Für Sie vielleicht nicht, weil Sie ein dreckiger Scammer sind. Das kann natürlich sein, dass Sie für Sie das nicht im Anfang ist. Entschuldigung, aber das klingt sehr komisch. Natürlich, für Scammer ist das immer komisch. Ich habe nicht gesagt, dass wir seit 26 Tagen arbeiten, aber ich arbeite hier. Ja, natürlich. Dann würde ich gerne Ihre Zeitmaschine kaufen. Ah, mein Gott. Sie sollen nicht etwas kaufen. Also Sie müssen nicht das machen. Ich möchte gerne Ihre Zeitmaschine haben. Wenn Sie seit über einem Jahr in einer Firma arbeiten, lassen Sie mich ausreden! Also, wenn Sie... Ja, ich höre Sie ganz gut. Was meint Sie? Ja, weil Sie mich nicht ausreden lassen. Typischer Beweis für einen Betrüger. Sie können weiterreden, Sie können mir das immer sagen, aber... Ja, was denn? Sie sind ein Betrüger, klar, kann ich immer wieder sagen. Stimmt, richtig. Okay, super. Okay, dann Sie sollen nicht investieren, wenn Sie keine Lust haben. Nein, werde ich auch nicht. Bei Betrügern werde ich nicht investieren. Ganz sicherlich nicht. Okay, Sie können sagen, dass wir ein Betrügerunternehmen sind. Das richtig, mache ich auch. Mir spielt das keine Rolle. Okay, und selbst YouTube hat das gehört. Tschüss, Betrüger. Welches YouTube? Ja, welches? Ja, es gibt nur ein YouTube. Hören okay, Ihnen gerade sehr viele Leute zu. Und lachen dich gerade tot super. Über ihn. Ich weiß. Okay, ja, super. Ja, Sie wissen, Sie sind ein ganz schlaues Kerlchen. Ich lache Sie aus, so dumm wie Sie sind. Sie sind der dümmste Betrüger, der heute angerufen hat. Haben Sie alles gesagt? Oder möchten Sie noch etwas sagen? Nein, das reicht mir schon. Okay, Sie dürfen jetzt auflegen. Ja, okay. Ich habe keine Lust weiter mit Ihnen sprechen. Kann ich mir vorstellen. Ein ertappter Betrüger. Ich habe einen Natürlich. Termin mit meinen Kunden. Ja. Nein, das heißt Opfer. Opfer heißt das. Das heißt Opfer bei Ihnen. Okay, super, ja. Ja, super, genau. Sie sind ein dreckiger Betrüger und haben Opfer. Ja, okay, Betrüger. Super. Ja, dann bis bald. Tschüss, Betrüger. Du musst noch auflegen. Danke. Um es mal mit den Worten des Kollegen Callcenter Scambaiting zu sagen, Treffer und versenkt. Das war's also für heute und ich danke euch fürs Dabeisein und hoffe, ihr hattet Spaß und konntet einige Informationen mitnehmen. Habt nette Menschen um euch und lasst euch bitte nie abzocken. Bis zum nächsten Video auf meinem kleinen Kanal winkt euch der Callcenter Crusher.